Grab. Warte. Ich zeig dir mal, wie man das macht. Guck mal, ich glaube, hier neben dem Fels ist etwas unwahrscheinlich. Probier's doch mal lieber hier drüben. Warte, ich mach's mal kurz für dich. Da wird nämlich sicher was sein. Meine Instinkte lassen mich nämlich selten im Stich. Und ich hab's gefunden. Und zwar einen Smaragd und den kriegst du nicht. Hahaha. Hey, stecke ich hier fest. Na, Mensch. So, weiter. Mieser Versager. Also ich weiß nicht. Ja, das weiß ich schon, das kommt später. Chill doch mal. Naja, so gut beschrieben war das ja nicht. Aber machbar. Beziehungsweise auffindbar. So, das war alles in Aurora. Genau, und jetzt sollen wir woanders hin. Da gehe ich mal geschwind. Wo müssen wir denn da raus? Oder wo kommen wir denn da raus? Sollte. Gehen wir mal hier hin. Mit Schnellreise zum Waffenladen. Und da können wir auch gleich mal reinschauen. Warum denn nicht? So. Vielleicht haben die ja was Interessantes. Das ist aber nicht der Waffenladen. Exotische Tätowierungen. Ich verdiene so viel. Ein schönes lässt sich kaum zählen. Brauche ich nicht. Das ist magisches Kostüm für Herren. Ich könnte meine Ware nicht schneller verkaufen. Für Damen. Toll. Nehmt einfach, was ihr braucht. Das bedauert ihr nicht. Manchmal sieht sich gewisse Waren auch fürs Achievement machen wir das mal. Was ist das? Der König etwa? Die Miete ist empörend. Das sieht auch nicht nach Waffenladen aus. Kiste, Eidbeeren, Spielzeugbogen. Alt. Was ist das? Habt ihr was Neues? Gut. Seht euch die Preise. Nimm's mal mit, Hundi. Versucht, uns auszunehmen. Was war das? Kiste seltsamer Früchte. Danke. Nein, gut, brauchen wir nicht. Weg. Hundi. Die Nachfrage ist so hoch, deshalb sind meine Preise so exorbitant. Und ich habe vorhin noch die Lautstärke ein bisschen höher gedreht von dem von den Gesprächen. Und ich bereue es. Ja, wo soll denn jetzt dieser Waffenladen sein? Ich verdiene so viel. Das lässt sich kaum zählen. Wo sind wir da gespawnt, bitte? Ich bin am Kauf, wo sich die Prominenten die Klinke in die Hand geben. Was haben wir da? Heilige Rache. Der edle Held Markus der Reine fertigte diese Serie außergewöhnliche Pistolen für seinen Kampf gegen das Böse. Eine musste er gegen sich selbst richten, als er eines Morgens mit unreinen Gedanken erwachte. Was immer ihr braucht, sagt es einfach. 55, Vorbild. Moralisches Ansehen verbessern. 5 Verbrecher ins Gefängnis bringen. 150 böse Feinde, ja. Kaufen muss. Wir brauchen Waffen sehr viele. 6 von 50, ja, super. Aber bisher glaube ich auch so. Spalter. Dieses geniale Multifunktionstötungswerkzeug eignet sich sowohl zum Ausgraben von Schätzen als auch zum Aushöhlen des menschlichen Brustkorbs. Was immer ihr wollt. Ja, schau dir das mal an. Werden wir eh nicht benutzen, denke ich. Was heißt teuer? Aber bisher glaube ich auch so. Wenn ich danke euch für die ausgezeichnete Beratung in eurem Laden. Man kann bestimmte Waffen oder einen Teil der Waffen in seiner eigenen Welt finden und den restlichen Teil gibt es nur im Multiplayer mit anderen Spielern. Danke. Und auch von den Edelsteinen gibt es irgendwie 7 Arten und im eigenen Universum sozusagen sind es nur 4. Das ist so komisch, ey. Wieder so ein Online-Zwang. Muss ich nicht unbedingt was dazu sagen. Gesichtsschmelzer. 73 Schaden. Nice. Ach, das ist ein Gewehr, oder? Der Name dieser Waffe ist ziemlich irreführend, denn sie kann eigentlich jeden Körperteil eines Gegners schmelzen. Ah, Riese. Ah, sieht eigentlich ganz nice aus. Kaufen wir es mal. Qualität hat ihren Preis, nicht wahr? Danke. Auroras Schild. Dieses Hammermodell war die Waffe des lang verstorbenen Streiters, Sailor, der Rechtschaffende und seine Soldaten und hat unzählige Legionen der Feinde Auroras vernichtet. Was immer ihr braucht. 72 sagt Schaden. Es einfach. Ja.
Meine Waren super. Gehören zu den besten, deshalb kosten sie so viel. Ich weiß natürlich nicht, wie viel, was für einen Schaden unsere Sachen machen. Aber ich will raus aus Aurora. Das hier ist wahrscheinlich die falsche Richtung dafür. Also das mit den Schnellreisen und so ist... schrecklich. Wo komme ich denn hier raus? Da war doch immer so eine große Statue oder so. Ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Oh, das ist ja typisch. Seht euch die Preise an. Vielleicht finden wir es dann. Da geht's zum Hafen wahrscheinlich. Und hier... Ah, man kann die Kamera auch nicht noch weiter nach oben machen. Mann. Ich werde einfach mal dem Questpfad folgen. Ah, das sieht schon besser aus. Ja, 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 ja. Was willst du? Nichts, okay. Ja, ich glaube, das müsste hier richtig sein. Mhm. Interessant. Genau, das ist der Eingang zu Aurora. Schöne Waffe habt ihr da mitgebracht. Müsst ihr irgendwas kompensieren? Jetzt sind wir in den Treibsanden, glaube ich. Und gucken mal geschwind hier nach den ganzen Zwergen. Und da ist mein Schiff runtergefallen und den ganzen anderen Sachen. Wo sind wir? In den Treibsanden, genau. Hier. Nachdem ihr von Aurora nach Treibsanden gekommen seid, haltet euch rechts, folgt ihr Weg bis in eine Höhle erreicht. Kurz vor der Höhle befindet sich links auf dem Felsen ein Zwerg. Das ist jetzt ein anderer Zwerg gewesen, aber egal. So schwierig zu finden war er auch und ich muss den Text ja nicht vorlesen. Jetzt sollen wir links oder rechts lang? Rechts. Ja, spring mal runter. Hopp. So. Hopp. Jetzt hier lang und dann sollten wir in eine Höhle oder so kommen. Und dann was finden? Zwerg? Oder Silberschlüssel? Sandfurien als Gegner, hervorragend. Das sind natürlich meine liebsten Gegner, weil die auch so unglaublich viel aushalten. Obwohl, es sind nicht ganz meine liebsten Gegner. Da gibt es noch einen, der noch schlimmer ist. Aber den werden wir auch noch treffen, keine Sorge. Ich komme bald zum Tee vorbei. Dann schnapp ich mir eure Mutter. Aber warum hat es keine Schrotflintensteuerung? Dann hätte es getroffen. Steuerung, Streuung natürlich. So, das war der Zwerg. Kleiner abgenutzter Teppich, juhu. Jetzt aber wieder zurück zum Eingang von Aurora. Aha. Aha. Okay, da finden wir zwei Sachen. Sollte aber machbar sein. Okay, irgendein komisches Tuch haben sie da aufgespannt. Jetzt sollen wir nämlich... Ja, Hundiknot, das heißt gleich kommen wieder Sandfurien wahrscheinlich. Die hier immer lauern. Sollen wir hier lang und die Gegner natürlich kaputt hauen. Wie viele Gildensiegel haben wir, glaube ich? Ja, haben wir gerade. Ich glaube, so um die 40.
Weil wir könnten langsam mal wieder unsere 39, okay. Hier unseren Schaden für die Pistole und so hochleveln, weil das kann man sich ja nicht antun. Irgendwie 10-mal auf einen Gegner drauf zu schießen. Wenn die anderen dann nach einem oder so kaputt sind. Ja, kommt ein Grabungsort. Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Und andere Male dann wieder nur zum Verklappen. So, hier müsste der Zwerg irgendwo sein. Zwergi? Sagt ihr auch nochmal was? Jetzt müssen wir doch eigentlich schon längst dran vorbei sein. Vielleicht auf der anderen Seite, aber es kam doch von links. Das Geräusch. Männer sind immer noch die besseren Helden. Hier irgendwo. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Ich sehe den jetzt gerade nicht. Ihr seid witzig, aber das hilft euch nicht. Da! Meine Güte. Was will Hundi schon wieder? Ja, später, Hundi, später. Hier, der Zwerg. Und jetzt sollen wir hier weiterlatschen und dann nach oben rechts. Da, hier einfach geradeaus. Und dann kommt ein Silberschlüssel. Angeblich natürlich, hier. Nun sollen wir durch die Brücke und immer links am Felsen lang. Und in der Grube finden wir einen Silberschlüssel. Okay, dann immer links halten. Bis ihr einen Felsen seht, geht rechts an diese vorbei. Ihr seht in der Nähe ein paar Steinbrocken, wo sich ein Silberschlüssel befindet. Okay. Ah, ich glaube, das ist der eine, an den ich mich noch erinnere, der so sauschwer zu erreichen war. Ah, hier sehen wir die Statue mal in voller Größe. Na gut. Oh, Mann. Diese elenden Sandfurien. Weil man die Feuer auch nicht sieht. Alter, ist gut. Nein! Alter. Stirb. Diese Gegner sind so ätzend, sag ich euch. Wo latsche ich denn jetzt lang? Immer links am Felsen halten. Was ist denn das? Eine umgekippte Säule? Ah, ja. Ah, guck mal, eine Silberkiste. Mit 15? Nee, 10. Haben wir ja genug. Uns fehlen nur noch 11 Silberschlüssel. Ach, wie herrlich. 50.000 Gold. Na gut. Bisschen wenig für diesen Zeitpunkt des Spiels. Aber meinetwegen. So, wir sollen hier immer weiter, immer weiter. Und ich glaube, wenn man hier, oder wenn man halt das Versprechen gehalten hat bei Aurora, dann ist hier so ein Soldatenlager. Nicht unbedingt spannend. Aber ich glaube, ah ja, später. Aber man kann da, glaube ich, auch ein paar Gebäude kaufen oder so, wenn ich mich recht erinnere. Nichts wirklich Spannendes, aber ganz nett eigentlich. Aber dafür können wir, glaube ich, in die Mine in Aurora. Ja, das werden wir uns alle später noch anschauen, wenn ich daran denke. Aber ich denke schon, wir müssen ja noch ein paar Mal nach Aurora, also so ist nicht.